Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video namens zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal gemeinsam den Tackle Drop von Tackle Deals an. Den habe ich mir aufgrund der vielen Nachfragen jetzt doch endlich mal bestellt. Eigentlich wollte ich erst nicht. Jetzt habe ich mich doch dazu durchgerungen. Und da ist er jetzt. Ich habe den genommen für 39 Euro. Also eigentlich erstmal die günstigste Variante. Wobei es, glaube ich, auch noch einen Trout Mix gibt. Also einen für Forelle, der auch 39 Euro kostet. Ich habe ja schon mal die Seite offen. Link packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Da gibt es diverse Varianten für 99 Euro, für 69 Euro. Auch hier Trout Mix, Predator Mix ist also normal Raubfischlinie, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich habe hier natürlich den Predator Mix 1. Dann gibt es, wie gesagt, noch 2 für 69 Euro, 3 für 99 Euro. Und ja, das war es dann. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Drops an der Zahl. Ich schaue hier mal kurz, den habe ich. Einmal raufklicken hier. Na, machen wir ein bisschen hin hier. So, Warenwert wahrscheinlich irgendwas um die 70 Euro. Steht hier jedenfalls so. So, was andere können, können wir auch. Nur mit weniger Tamtam, aber mit sehr hochwertigem und teilweise exklusivem Inhalt. Okay, findest du jede Menge attraktive Köder, hochwertige Box. Du wirst keine hochwertige Box mit minderwertigem Inhalt bekommen. Das ist natürlich auch schon wieder so eine Aussage. Puh, da wäre ich auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig mit. Finde ich nicht ganz so cool tatsächlich. Mal gucken, was hier so drin ist. Die Köder in der Box werden einen UVP von mindestens 70 Euro haben. Du zahlst gerade mal 39. Es wird immer ein attraktiver Mix aus bekannten Ködermarken sein und es wird garantiert immer etwas von Nace, Kitech oder Savage Gear dabei sein. Ja, ganz genau. Machen wir mal. Schauen wir es mal an. Das ist das gute Stück. Muss ich mal sagen, machen wir mal auf und schauen mal, was wir hier haben. Ganz genau. Oh, sind hier dran. Ne? Ups. So. Link ist in der Videobeschreibung. Zu Tackle Deals findet man tatsächlich nicht so einfach oben ins Suchfeld Drop eingeben und dann findet ihr es auch schon. Ja, die Namenverwandtschaft hier zu einem Anbieter auf dem Markt ist hier unschwer zu erkennen auf jeden Fall. Der Tackle Drop, naja, mal schauen. So, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Verpackungsmaterial. Und das ist das gute Stück. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus, würde ich mal sagen. Dann fangen wir hier direkt an. Mit der Firma Savage Gear und dem 3D Gobi Crank. Der ist 5 cm lang, er ist 7 Gramm schwer, er ist Middle Running und 1,5 bis 2 Meter Lauftiefe ist hier bei dem Modell angegeben. Farbe nennt sich Ultraviolet Orange. Ganz genau, also ein kleiner Crankbait, natürlich hier fürs Barschangeln in erster Linie. Mit am Start. Hubala. Savage Gear Aufkleber natürlich auch wieder mit dabei. Kleiner Crankbait, große Tauchschaufel, schöne Farbe tatsächlich, gefällt mir ganz gut. Ja, oben so schön orange, warte mal, UV-Lampe, da ist er. Ja, natürlich UV-aktiv, unten auch am Kinn nochmal, ja, gefällt mir ganz gut, schönes Ding. So, rein damit. Ach, come on. Jetzt. Naja, nicht ganz gut, aber so ein bisschen jedenfalls. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier nochmal die Firma Savage Gear. Und zwar den 4D Trout Rattle Shad. Schöne Farbe hier, was natürlich ist. So ein bisschen grün Motor Oil. Der ist auf jeden Fall geflavored, also scented, mit Geschmack sozusagen. Der sieht aus, als ob er Rasseln drin hat. Und es ist hier wieder so eine Art fotorealistischer Fisch, sagen wir es mal einfach so. Sinking ist klar, 12,5 cm und 35 Gramm. Auf jeden Fall ein schöner Happen hier für größere Barsche oder halt natürlich auch für Hechte. Farbe nennt sich Green Pumpkin Chartreuse, würde ich mal sagen. Oder steht hier nur Pumpkin Chartreuse? Pumpkin Chartreuse, ganz genau. Medium Sink Pumpkin Chartreuse. Chartreuse. Chartreuse? Ach, komisches Wort. So, haben wir da ein paar Klammern dran. Na, komm her. Fangen wir auch mal aus. Jupp, da ist er. So.
der riecht nach, ich wollte gerade sagen, der riecht nach Gunki oder Westin, aber er riecht tatsächlich, wenn ich das sage, wisst das genau, nach Anis-Flavor. Hier unten haben sie auch den Drilling, wahrscheinlich aus Verpackungsgründen in dem Fall erstmal reingemacht. Kann man natürlich auch so montieren, mache ich auch tatsächlich ab und zu mal, je nachdem, wie man den Köder halt führt, um halt nicht alles gleich aufzusammeln, was an Laub und Zeug im Wasser schwimmt. Kann man auf jeden Fall machen. Der fällt mir ganz gut. Ne? Fertig ausgebleit. Ausgebleit hört sich auch an, als ob es ein Begriff aus den 90er Jahren ist. Ist auch irgendwie so wahrscheinlich. Finde ich ganz geil. Ja. V-aktiv. Sehr schön. Tolles Teil. Also finde ich gut. Gefällt mir. Achso, und rasseln. Rasseltest. Naja, nur so. Warte mal. Ah, die sind im Schwanz. Der hat auf jeden Fall die Rasseln im Schwanz hinten drin. Auch ganz cool. Dann geht's weiter. Oh, hier, den kenne ich doch. Zeug ist Fisch. Popeye. Iris Sirius. Von Spro natürlich. UV-aktiv. 20 cm. Wer kennt ihn nicht? Ein Köder, der im YPC 2021, glaube ich, performt hat. 22 war er ja nicht mehr mit am Start. Da sehen wir hier sehr schön, hat man sich hier auch Gedanken gemacht bei Spro, ist aber auch nicht der einzige Gummifisch, wo es das gibt, wo verschiedene Markierungen und damit auch Löcher quasi vorgefertigt sind, um dann halt mit dem Haken oder mit der Hakenspitze rauszukommen, ganz genau. Und da steht natürlich auch drauf, welche Hakengröße wahrscheinlich wo rauskommt, würde ich mal sagen. Den packe ich jetzt aber nicht aus, ich glaube, das können wir uns hier sparen. Hubala, UV-aktiv ist er auf jeden Fall. Ist ja auch Fire Tiger. Fire Tiger, ganz genau. Popeye, 20 cm Fire Tiger. Dann geht's weiter. Nochmal Savage Gear. Nochmal ein kleiner Crankbait. Der Gobi Crank 3D. 50 für 50 mm. Er läuft 1,5 bis 2 Meter tief und hat eine sehr schöne, eine sehr natürliche Farbe, die sich da Blue Silver nennt. Made in China, 7 Gramm, 50 mm lang. Auch ein schönes Ding. Rasselt auf jeden Fall. UV-aktiv unten am Kinn. Sehen wir hier schon. Boah, auch ganz toll. Also. Zweiter kleiner Crank. Dann nochmal Savage Gear. Was haben wir denn hier? Hier haben wir den Switchblade. Den packen wir mal aus. Von Savage Gear. 50 mm lang. 11 Gramm ist er schwer. Genau. Pearl White heißt hier die Farbe. Ganz genau. Packen wir mal aus. Sieht aus wie so eine kleine, hupala, Zirkade. Fällt mir jetzt alles runter hier. So, Aufkleber mit dabei. Schminkspiegel mit am Start. Kann da rein. Und da ist das gute Stück. Mit einem kleinen Doppelhaken. Ah, okay. Der wird seitlich hier montiert. Finde ich sehr interessant. Habe ich, glaube ich, schon mal in der Hand gehabt. Ist aber auf jeden Fall schon eine Weile her. Ich gucke mal schnell UV-aktiv. Ist der jetzt hier nicht so? Nee, hat aber zwei Möglichkeiten hier zum Aufhängen. Einmal hier vorne nochmal und natürlich einmal hier. Je nachdem, wo wir den aufhängen, wird der natürlich unterschiedlich Aktionen unter Wasser machen, unterschiedlich stark vibrieren. Also finde ich ganz geil eigentlich. Ne? Schön zum Weitschmeißen. Kann man sicherlich auch gut taumeln lassen. Hat hier unten noch so ein. Am Heck hier, am Heck, am Hintern einen Zweifachhaken, kein Drilling in diesem Fall. Kann man natürlich auch austauschen, wenn man das möchte. Finde ich ganz geil. Ja. Vielleicht auch so gerade fürs Vertikal Angeln so ein bisschen auf größere Barsche in etwas tieferen Gewässern. Ja, finde ich ganz geil eigentlich. Auch ganz cool. Weg damit. Dann geht es hier noch weiter. Oha, die Firma Balzer. Matze Koch Gross Hecht Schill FL. Er ist 6 Gramm schwer, 7 cm lang und läuft höchstwahrscheinlich 1 Meter tief. Bei Matze Koch schwimmend flottant. Also, der ist auftreibend in jedem Fall. Farbe nennt sich Balzer GmbH im Tiegel. Nein, natürlich nicht. Farbe stand hier eigentlich? Vielleicht sollte das auch Grashecht heißen. Grashecht, Großhecht? Weiß ich nicht, weil großen Hecht sehe ich jetzt hier eher nicht so. So, Matze Koch, Erfolgswobbler. Alle Wobbler sind mit nadelscharfen VMC-Drillingen ausgestattet und haben im Körper Stahlkugeln mit zusätzlichen akustischen Reiz, für Ku zusätzlichen akustischen Reiz. Jeder Wobbler wird nach der Fertigung einzeln auf seine Lauffähigkeiten getestet. Das würde mich auch mal interessieren, wie das aussieht.
Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass da wirklich einer den ganzen Tag am Becken steht und die Dinger reinschmeißt und guckt, oh ja, der, den müssen wir, nee, den sortieren wir aus, der läuft irgendwie nicht ganz gerade. Das würde mich echt mal interessieren. Entwickelt von Matze Koch. Packen wir auch mal aus hier. Ja, so eine Packung liebe ich ja hier. Obwohl die ist hinten so ein bisschen perforiert. Warte mal. Schwupps. Gleich in den Köder reingeschnitten. Was ist das gute Stück? Oh, ist ganz geil eigentlich. Kommt in der Packung gar nicht so rüber. Tatsächlich, weil der Buschel hier den halben Köder verdeckt. Der sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, auch wieder hier Fire Tiger als Farbe. Hinten schön mit Puscheln dran. Macht den Köder natürlich um einiges länger hier nochmal, wie er eigentlich ist. Ja, also natürlich eher ein Barschköder hier. 1 Meter Lauftiefe Hechtform sieht man hier, würde ich mal sagen, ganz gut. V-Aktiv, hier wieder Fire Tiger als Farbe. Wow, mal gucken. Auch ganz cool eigentlich. Matze Koch. Dann haben wir hier einen Klassiker unter den Gummifischen. Also Klassiker. Gut, so lange ist der vielleicht noch gar nicht auf dem Markt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange. Klassiker, aber weil ich den wirklich sehr gerne fische. Das ist auch genau die Größe hier mit 5 Inch, die ich hier auch auf meine Zander fische. Motoröl Chartreuse nennt sich hier die Farbe. Ein toller Köder, ein sehr weicher Köder. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Der hält nicht so sehr viele Bissattacken und auch nicht Würfe aus. Je nachdem, was man für Jigköpfe verwendet. Immer einen Tropfen Sekundenkleber lieber dran machen. Die sind halt von der Gummimischung her nicht so lange haltbar, ne? Ansonsten schöner Köder auf jeden Fall. Packe ich jetzt auch nicht aus. Hab da glaube ich schon oft genug gesehen. Und V-aktiv ist er hier. Ganz geil. Ja, Easy Shiner geht halt immer. Und dann natürlich noch die Firma, die scheinbar in den letzten Boxen, die ich hier euch alle so gezeigt habe, auch nicht fehlen darf, ist natürlich die Firma Nace. Und hier ist aber nicht der neue Köder drin, der Needle, sondern in dem Fall hier der Venom 43. 7 Stück sind drin, 4,3 Inch ist er lang. Flavor Shrimp und Farbe hier C01. Genau. Da ist er. Okay. Ja, riecht ein bisschen. Ja, auch eine schöne natürliche Farbe hier, nicht UV-aktiv. Nö, hier diese typischen Nace Rips mit dran, Offset-Tasche unten oben. Alles da, was man an einem modernen Gummiköder erwarten würde. Ganz genau. So, wieder rein damit. Dann haben wir Tackle Deals, Kundenkarte, 5% auf alle deine Einkäufe, alles klar, Aufkleber, was haben wir hier, nur solange der Vorrat reicht, exklusiv, der kostet also 10 Euro der Köder hier, okay, inklusive einer Maske oder was, das ist ja wild, okay, also ein bisschen Werbung haben wir auch noch mit dabei, 10% dauerhaft auf alle Kunstköder. Okay, also hier noch ein bisschen Werbung. Ja, Mensch, da bin ich echt gespannt, was ihr zu dieser Box sagt. Was sage ich dazu? An sich, von den Sachen, die drin sind, eine schöne Box. Natürlich sehr Savage Gear-lastig, aber wir haben natürlich wirklich keine Marken mit drin, die ich nicht gut finde. Sagen wir es mal so, also keine No-Name-Produkte oder ähnliches. Balzer finde ich eigentlich auch ganz geil, dass sowas mal wieder hier zu finden ist. Ein bisschen Savage Gear lastig natürlich, wobei das nichts Schlechtes sein muss. Das sind sicherlich gute Köder, da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Fehlt natürlich ein bisschen das Terminal Tackle, ganz einfach, ne? Also hier ein paar G-Köpfe für die wären jetzt auf jeden Fall nicht so verkehrt gewesen. Natürlich kann man da auch wieder sagen, ah, G-Köpfe ist immer so eine Sache, man weiß ja nicht, wo die Leute angeln. Aber seien wir halt ehrlich, mit einem G-Kopf in der Größe 3 kann man höchstwahrscheinlich mit 10 Gramm hier, habe ich angerufen, nicht allzu viel verkehrt machen, einfach weil auch der Bodenseeangler, der in großen Tiefen fischt, genauso wie auch der, der halt an der Elbe fischt, auch sicherlich mal die Ränder abklappert und da nicht einen G-Kopf braucht mit 25 Gramm, ne? Ganz einfach. Des Weiteren, was wollte ich jetzt sagen, jetzt hat mich das Telefon doch ein bisschen abgelenkt. Achso, genau, hier, um hier nochmal natürlich zu dem Tamtam-Spruch auf der Internetseite hier nochmal was zu sagen, finde ich es natürlich, ja, werbetechnisch, weiß nicht, ob man so auf die Kacke hauen muss, finde ich tatsächlich nicht ganz so geil. Einfach, weil es auch keine schwierige Sache ist, eine Box zu nehmen, die sich nicht jeden Monat
ändert, wo sich Leute halt monatlich Gedanken machen müssen, was passt A zur Jahreszeit, was hatten wir noch nicht, was brauche ich für Zubehör zu den Sachen. Das ist natürlich bei den Anbietern, ob es jetzt Hecht und Barsch mit dem Lure ist oder auch Better Fishing Box mit der Better Fishing Box oder auch die Morphish Box eine ganz andere Hausnummer. Ne? Also deswegen hier so auf die Kacke zu hauen, finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Hätte man vielleicht gar nicht unbedingt nötig gehabt, sowas da reinzuschreiben, aber das soll jeder machen, wie er möchte. Grundsätzlich bin ich mit der Box tatsächlich zufrieden für 40 €. Da würde ich mal sagen, ist hier auf jeden Fall für mich auch was zum Fischen mit dabei. Und von daher bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann würde ich mal sagen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Macht's gut, bis dann. Euer Labi!